Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch gerne eine Software vorstellen, die ich mir gekauft habe. Kostet auch nicht viel, 27 Euro. Easy Use To Do Backup Home, 2011 nicht, aber Version 11.0. Wartet, dann muss ich nochmal zurückgehen. Ich habe das nämlich schon mal versucht jetzt aufzunehmen, aber da waren nur Hänger, ging nicht, weil meine Maus irgendwie gerade spinnt. Hier ist das. Ja, seht ihr, schon wieder. Oh. Easy Use To Do Backup 11.0. Da könnt ihr dann hier einmal kaufen und einmal upgraden. Da könnt ihr dann eure E-Mail-Adresse eingeben, wenn ihr schon eine Version habt. Das werde ich demnächst eventuell machen. Da bin ich mich stark am Überlegen, weil ich habe jetzt hier einfach nur die normale Version gekauft für 27 Euro. Hier kann man auch dann noch sich so Pakete schnüren lassen. Aber da gibt es auch noch eine kostenlose lebenslange 55. Also kriegt man kostenlose Updates sein Leben lang. Also wird das immer wieder aktualisiert. Und die 11.0 Version kostet ja, kann man so auch so lange nutzen, wie man will, kostet 27 Euro. Aber ich bin echt am Überlegen, ob ich da nochmal Geld investiere und halt noch mir die größere Version hole. Weil ich bin jetzt mit der Software an sich sehr, sehr zufrieden. So, ich werde euch den Link auch in die Videobeschreibung klatschen. Jetzt gucken wir uns die erstmal an. Es kann halt immer mal wieder passieren, dass ihr komische Geräusche hört. Und dass die Maus mal hängen bleibt, weil irgendwie habe ich seit heute total Probleme mit meiner Maus. So, wie ihr seht, ich schiebe das mal hier hoch, mache das mal noch ein bisschen größer. So. Wie ihr seht, haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Ich mache mal so, müsste so ein etwa 16:9 Bild sein. Dann kann ich nämlich die Kamera noch daneben klatschen. Und hier haben wir so ein kleines Menü, so wie ihr es von Windows 10 kennt. Und wenn man dann hier... Na komm. Hier oben raufklickt, dann wird es halt größer. So ist es ja bei Windows 10 auch. Dann war hier unser schmales Menü und dann hier die Leiste und dann steht das da alles ein bisschen was länger da. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal von oben nach unten an. Ja. Also hier im Hauptfenster, hier oben haben wir dann das Systemfenster, da kommen wir dann gleich hin. So, haben wir einmal hier Festplatte. Da können wir eine komplette Festplatte von einer kompletten Festplatte ein Backup erstellen. Nicht wundern, dass hier verschiedene Sachen aufgelistet sind. Bei der C-Festplatte, der zeigt mir auch die Sicherheitspartition an. Also beim Laptop jetzt eine Backup-Partition oder was weiß ich. Hier bei Windows 10 hat er natürlich dann auch so eine Art, hier einmal 16 MB. 100 MB, das sind halt diese Sicherungsdinger. Dann hier nochmal wieder Herstellungsteil mit 499 MB. Aber 114 sind belegt. Da habe ich nämlich Probleme. Ich kann mit dem normalen Windows 10 Wiederherstellung, kann ich keinen Wiederherstellungspunkt erstellen. Irgendwie spinnt mein Windows 10 darum. Ich müsste dann jedes Mal hier unten... So, muss ich mal hochmachen, Moment. Müsste ich hier unten Tune-Up ausmachen. Ich habe den Turbo-Modus an, der bringt halt auch nochmal ein bisschen Geschwindigkeit mehr. Und dann, selbst dann funktioniert es manchmal nicht, manchmal ja. Und deswegen habe ich mich für dieses Programm jetzt entschieden und habe mir das hier gekauft. Und hier können wir halt eine komplette Festplatte, eine Sicherung von einer kompletten Festplatte erstellen. Wir können jetzt sagen nur C. Oder wir können auch hier oben drauf drücken und dann halt alles. Dann macht er eine komplette Kopie von allem, was auf der Festplatte drauf ist. Praktisch von den Partitionen von allem. Wenn ihr dann hier zum Beispiel, hier ist die 4 TB Festplatte von mir. Da habe ich einmal Daten, da sind Programme drauf und Bilder und Musik und so ein bisschen Kleinkram. Und dann habe ich das nochmal gesplittet. Habe ich mir knapp einen Terabyte genommen für Games. Da habe ich dann halt hier Steam verknüpft. Ja, und Steam ist alles hier drauf auf dieser Festplatte. Das heißt, selbst wenn ich jetzt meinen PC neu machen muss und mein C-Festplatte Schrott ist oder irgendwas dergleichen und ich muss halt ein Backup von C wiederherstellen,
Ja, da ist ja dann logischerweise Steam mit bei. Ich brauche dann nur Steam installieren und beim Installieren muss ich aufpassen, dass ich Steam sage, ey, auf der Games-Partition, da sollst du gespeichert werden. Ja, und dann, also, dann ist das hier drauf und dann kann der von der Games-Partition auf die ganzen Spiele, die ich ja schon runtergeladen habe, zugreifen und ich muss die nicht nochmal alle runterladen. Das ist halt dann auch natürlich auch nochmal eine ordentliche Arbeitsersparnis. So, dann haben wir hier Volume F, das ist eine kleine 300 GB Festplatte. Die habe ich jetzt per USB angeschlossen, da habe ich meine Sicherung erstellt, das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen, wie denn in dieser auf dieser Festplatte aussieht. Ich habe leider kein Datenvolumen oder keine Festplatte, irgendwas dergleichen jetzt hier noch da, um eine komplette Spiegelung zu erstellen oder halt ein bootfähiges Image zu erstellen. Gibt es nämlich auch die Möglichkeit, kommen wir nachher noch dazu. H mit 59,46 GB, das ist meine SD-Karte von der Kamera. So. Dann haben wir ein System-Backup, was wir erstellen können. Hier erkennt er auch gleich an, dass ich Windows 10 installiert habe. Ja, hier ist der Ort C, dann halt die versteckten Partitionen. Insgesamt ist meine Festplatte 465,26 GB groß. Natürlich kopiert er nur das, was wir auch brauchen. Und mit der Maus, das geht mir gerade echt tierisch auf den Puffer. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt einfach mal noch eine andere Maus angeschlossen, weil meine Epic hier macht gerade nicht das, was sie soll. So, wir waren bei Backup. Wie gesagt, er erkennt hier, dass wir Windows 10 haben. Und dann können wir uns hier den Zielort aussuchen. Da habe ich jetzt halt nicht viel dran, weil ich habe einmal die 3 Terabyte Festplatte. Da, die ist für auch meine Backups. Die ist da auch schon, ist schon da markiert. Das ist aber von Windows direkt da markiert, dass Backups da hin sollen. Das habe ich so eingestellt, dass ich die SSD nicht mit Backups vollklatsche. Weil wie gesagt, mal funktioniert es nicht. Und dann haben wir hier halt noch eine zweite Festplatte. Das ist die 300 GB Festplatte. Die können wir uns dann auswählen. Dann haben wir hier einen Namen, System-Backup. Ich habe jetzt aber hier zum System-Backup noch ein Datum hinzugeschrieben. Das könnt ihr dann auch machen. Ihr könnt dann hier ein Datum noch zusätzlich hinschreiben, damit ihr wisst, von wann das Backup ist. Und ihr könnt eine Beschreibung machen. Könnt da reinschreiben Win10 oder was weiß ich. Da könnt ihr halt eine kurze Beschreibung machen, wie dieses Backup denn bei euch überhaupt heißen soll. Also Beschreibung heißen hier, Beschreibung hier. Und dann einfach fortfahren und dann macht ihr das. Dann haben wir hier noch ein System-Backup, was wir erstellen können. Ne, da waren wir doch gerade. Oder? Ja. So. Wartet. So. Dann haben wir noch ein Daten-Backup. Da könnt ihr ein komplettes Daten-Backup erstellen. Zum Beispiel, was weiß ich, ihr habt spezielle Sachen, die ihr jetzt als Backup machen wollt. Ich klicke mal hier einfach alles auf, dass ich euch das mal so ein bisschen zeigen kann. So, haben wir jetzt alles auf? Netzwerk noch nicht. So, das ist jetzt der Desktop. Da kann ich jetzt komplettes Backup von den ganzen Ordnern oder von meinem Desktop erstellen. Ich kann ein Backup von den einzelnen Laufwerken hier nochmal separat erstellen. Favoriten kann ich hier im Backup erstellen. Signaturen, das ist ein Ordner, der heißt so, den habe ich selber erstellt. Da ist meine Signatur für meine E-Mails drin. Camtasia, könnt ihr jetzt zum Beispiel von meinen Einstellungen oder wenn ich in Camtasia noch was hinzugefügt habe, Profil, ja oder hier, sag schon Bilder oder bestimmte Animationen, die ich mir selber erstellt habe, könnte ich dann halt jetzt das hier machen. Das können wir ja mal, wir wählen mal hier das gleich aus. Ich mache mal nur alles andere aus. So, jetzt ist hier alles aus. Und ich gehe hier auf Dokumente. Ne, das war hier meine Dateien. So, Camtasia. Ich habe hier zweimal Camtasia, nicht wundern. Es ist einmal Camtasia Studio. Das ist die Version
9 und einmal Camtasia, das ist ja Camtasia so an sich. Da können wir dann mal hier einen Haken drin machen, dann markiert er hier alles. Wenn ich jetzt aber natürlich nicht alles als Backup haben will, kann ich hier auch anklicken und dann zeigt er mir hier die Unterordner an. Und ich möchte jetzt zum Beispiel Benutzer definiert. Das möchte ich sichern. Ich möchte gesprochenes Skript, will ich nicht. Skins will ich hier sichert haben. Unbekannt brauche ich nicht. Ja, das sind hier noch ein paar Aufnahmedateien drin. Und dann gehe ich hier auf F, fortfahren. Und schon wird das Backup von meinem Camtasia-Ordner hier erstellt. Das geht auch recht fix. Gut, hier ist jetzt ein bisschen was mehr drin. Die ganzen Skins und so, die fressen natürlich auch ordentlich Speicher. Da mache ich jetzt erstmal kurz eine Pause und wir sehen uns gleich wieder, wenn er das fertig hat. Gut, ich hätte mir die Pause ersparen können, weil das hat hier kurz gehangen und dann ging es voran. Also, naja, okay. Dann haben wir hier E-Mail. Backup, da kann ich jetzt ein Backup von meinem E-Mail-Programm erstellen und der erkennt mir jetzt hier, wie bei anderen E-Mail-Programmen ist, weiß ich nicht. Das heißt jetzt E-Mail-Backup, aber ich habe ja halt nur Outlook. Da könnte ich jetzt hier runter drücken, ach, ich mach's mal, ich pixel denn das hier weg, nicht wundern. Hier stehen meine 3 E-Mail-Konten drin und dann kann ich mir dann auswählen, entweder 2 Konten, ein Konto oder ich kann alle einzeln markieren oder hier und dann sind alle 3 Konten markiert. Und dann kann ich hier unten wieder auf Fortfahren drücken, also natürlich erstmal wieder hier F auswählen und kann ich auf Fortfahren drücken und dann erstellt er da ein komplettes Backup von meinen E-Mail-Konten. Da hoffe ich auch, dass die Signatur mit drin ist, das werde ich spätestens dann mitkriegen, wenn ich meinen PC mal wieder neu mache. Dann haben wir ein Smart Backup, was wir hier erstellen können, da haben wir auch nochmal die verschiedenen Ordner hier zur Auswahl. So, dann haben wir Klonen. Das ist jetzt für diejenigen interessant, die jetzt zum Beispiel eine normale Festplatte drin haben und jetzt auf SSD umrüsten wollen. Da könnt ihr hier Festplatte C komplett auswählen. Und dann geht da nächste und dann fragt er natürlich Ziellaufwerk. Da empfehle ich euch, ja gut, wenn ihr einen PC habt und Platz habt, könnt ihr die Festplatte schon einbauen. Oder ihr habt so diese Docking Station, wo man halt 2 Zoll und 3 Zoll Festplatten reinmachen kann und die mit einem USB, mit einem Laptop oder mit einem PC verbinden. Und dann habt ihr dann halt USB-Laufwerk, das ist dann hier unten irgendwo, dann sagt er, da soll das hin. Und dann macht er den nächsten Schritt und dann macht er einen kompletten Klon von eurer C-Festplatte mit diesen Wiederherstellungspartitionen und wartet, so, hier, Laufwerk, Volumen, da Klon, macht einen kompletten Klon von der ganzen Festplatte mit, wenn ihr zum Beispiel eine C-Festplatte habt, was weiß ich, 1 Terabyte und die habt ihr hier gesplittet in 500 für das System, dann habt ihr 500 für Spiele oder Programme oder so, dann könnt ihr natürlich diese 500 GB für Programme rausnehmen und ihr könnt euch einfach nur eure Systemfestplatte klonen. Wenn da natürlich nicht so viel drin ist, könnt ihr das so komplett klonen, weil ihr müsst ja gucken, wenn ihr eine 1 Terabyte Festplatte habt und die, sagen wir mal, bis 700 MB voll ist. Und die nächste Festplatte, die reinkommt, wird eine SSD, die 500 GB hat. Passt natürlich 700 GB nicht rauf, da müsst ihr dann ein bisschen aussortieren. So, dann haben wir einen Systemklon. Da macht er, also das ist hier einfach Festplatte, dass er dann halt zum Beispiel hier, wie gesagt, ihr könnt auch hier dann zum Beispiel die Festplatte komplett klonen, die ich gemacht habe, auf eine neue 4 Terabyte und habt ihr hier auch gleich Gaming, Daten und alles so, wie ihr habt. Und dann habt ihr auch Systemklon, da könnt ihr Windows 10 in Zielordner komplett klonen. Da könnt ihr auch eine externe Festplatte anschließen und dann haut ihr euer Windows 10 mit allen Programmen, was ihr installiert habt, auf diese Ziellaufwerk. Und dann könnt ihr eure normale Festplatte ausbauen, macht die neue Festplatte drin oder klemmt die dann ab.
oder formatiert sie danach und dann habt ihr praktisch euer Windows 10, wie jetzt in dem Augenblick ist, auf eine andere Festplatte, die dann vielleicht SSD ist oder eure merkt, die macht so ein bisschen ruckeln und ihr wollt halt ein Sicherheitsbackup, also eine Spiegelung, kompletten Klon erstellen, falls die mal hochgeht, dass er dann halt sagt, naja, ist ja egal, andere Festplatte drin, Windows startet ganz normal, alle Programme sind da, da könnt ihr das dann machen. Zusätzlich habt ihr dann hier unten noch Tools und da habt ihr dann halt einige gute Sachen drin. Alles habe ich hiervon noch nicht überprüft. Ich habe bis jetzt hier dieses Notfalllaufwerk erstellt. Da habt ihr dann halt die Möglichkeiten USB, CD, DVD oder eine ISO-Datei. Ich habe mir eine ISO-Datei erstellt. So. Ich habe jetzt mal meine Festplatte auf. Hier ist diese ISO-Datei, die könnte ich mir dann halt auf eine CD brennen, weil die ist auch gerade mal 500 Novat MB groß. Dann haben wir hier das System-Backup, Outlook-Backup, Daten-Backup, ja, da kann ich jetzt natürlich nicht rein. So, das Daten-Backup, da kann ich rein, ist, was haben wir gemacht? Ja, Camtasia. Das Daten-Backup ist Camtasia. Und dann habt ihr dann halt hier die verschiedenen Möglichkeiten, Windows Notfalldisk erstellen. Ja, dann könnt ihr davon hochbooten und so was alles. Dann haben wir Image-Datei überprüfen, da können wir Image-Dateien überprüfen. Dauerhaft löschen, also Daten dauerhaft löschen, könnt ihr was löschen. Die anderen Sachen habe ich, Mounten auswerfen, habe ich alles noch nicht probiert. Und dann haben wir hier auch noch Systemtransfer. Da können wir dann halt zum Beispiel die Bibliothek jetzt hier, Bilder, nehmen wir mal Bilder. Dokumente. Ja, damit habe ich auch noch nicht gearbeitet. Da kann man dann irgendwie Transfer machen. Zum Wiederherstellen durchführen. So, da können wir dann halt und nach Typen sortieren. Dann macht er das dann halt so, wie wir wollen. Und wir können auch hier nach Erstellungsdatum. Habt ihr hier auch ein Datum. Ihr könnt auch jetzt zum Beispiel Datenbackup hier, was wir jetzt haben, können wir jetzt hier auch noch erweitert. Wir können jetzt nochmal Backup wieder oder Wiederherstellung machen. Dann können wir einfach, wenn ich jetzt Wiederherstellung mache und ich habe jetzt kein Camtasia gerade drauf oder Camtasia frisch wieder neu installiert, sagen wir mal, und ich mache dann Wiederherstellen, dann werden meine Ordner so in Camtasia wieder erstellt und ich habe alle meine Skins und alle drum und dran wieder. Erspart auch viel Arbeit, dass man das nicht alle wieder separat reinmachen muss. Wir können auch hier dann Image Manager, war das hier? Ne, hier war das nicht. Plan. So. Und hier haben wir dann Datenbackup und hier können wir dann zum Beispiel reinschreiben, Camtasia 2018, also ich auch weiß, dass es Camtasia 2018 ist. So, dann wird das gespeichert und dann steht hier nicht nur Datenbackup. Dann haben wir hier auch nämlich die Info, dass es dann, wenn wir das dann aufmachen, dass es Camtasia ist. Wir können auch komplett den Namen Datenbackup hier wegmachen und uns das einfach mal, wir machen nur Daten weg. Wir können das einfach auch komplett Camtasia 2018, das ist die Beschreibung, nennen und dann ändert der das hier Camtasia 2018 Backup. Und dann wissen wir auch, was in diesem Backup drin ist. Outlook-Backup brauchte ich jetzt nicht umbenennen. Das ist klar, was ein Outlook-Backup ist. Und System-Backup ist mir auch klar, was ein System-Backup ist. Deswegen habe ich das auch nicht großartig in Win10-Backup oder was weiß ich benannt. Ein System-Backup reicht mir so vom Namen her komplett aus. Aber ihr könnt da dann halt auch noch mehr machen. Dann habt ihr hier noch Einstellungen. Da könnt ihr dann Sprache ändern. Bei mir lasse ich natürlich Deutsch drin, ist klar. So, meine Backups, dann nimmt er standardmäßig logischerweise D. Das können wir auch dann noch hier ändern, durchsuchen, wollen wir aber jetzt nicht, weil da ist genug Speicher drauf. Wenn mal was ist, weiß ich, dass ich da jederzeit ein Backup erstellen könnte, auf Updates überprüfen könnte. Dann guckt er jetzt natürlich nach,
bei mir logischerweise kein Update. Das habe ich ja auch vor kurzem erst installiert. Berichte, Online-Hilfe und über. Und über können wir uns ja mal angucken. Hier steht mein Lizenzcode. Den werde ich dann natürlich für euch verpixeln. Das werden wir auch verpixeln. Und hier steht dann Backup Home 11.0.0.0. Und hier dann Easy Use und die Easy Use Backup-Seite. Wenn ich das aufmache, komme ich da dann halt hin. So, können wir das auch wieder schließen. Also im Großen und Ganzen für 27 Euro wird eben da echt viel geboten. Das wollte ich euch einfach nur mal zeigen. Weil mir ist, wie gesagt, der PC schon einmal, zweimal musste ich ihn jetzt schon neu machen, weil ich Probleme hatte. Ich hatte immer, wenn ich Outlook geöffnet habe, ist mein Bild gelblich geworden. Die Energiespareinstellung überprüft, da war es nicht. Wenn ich dann den Nachtmodus angemacht habe, dann war es wieder weiß. Oder ausgemacht habe, wenn er gerade an war, dann war es wieder weiß. Solange wie, ja, wie Outlook offen ist, aber wenn ich das zugemacht habe und wieder aufgemacht habe, dann ist es sofort wieder gelb geworden. Musste ich wieder irgendwas machen, damit das Gelbe weggeht. Ich keine Ahnung, woran es gelegen hat. Ich habe auch gesagt, Windows hier, guck mal nach Fehlern, keine Fehler bekannt. Wiederherstellen, auch hat alles nichts gebracht. So, mit dem Home-Backup bin ich jetzt echt auf der sicheren Seite. Ich habe ein Backup erstellt und wenn jetzt wieder irgendwas ist, ich habe ein komplettes Backup von meinem System erstellt. Wenn jetzt wieder was ist, weiß ich, ich muss nicht ganze Windows wieder neu installieren, machen, tun. Ich kann hier einfach sagen, mach mal Backup wiederherstellen. Und dann erstellt er das Backup. Ich will mir auch noch das erstellen, ich will mir auch noch einen bootfähigen USB-Stick erstellen, dass ich von da starten kann. Und dann kann ich da nämlich sagen, pass mal auf, ich möchte ein Backup wiederherstellen oder ein System-Backup wiederherstellen. Und dann brauche ich Windows überhaupt nicht installieren. Also sagen wir mal, mir schmiert mein Windows jetzt komplett ab. Komplett alle tot. Der PC fährt hoch und sagt, nö, kein Windows oder Bootfehler oder irgendein Scheiß. Dann habe ich meinen bootfähigen CD, also meine bootfähige CD oder meinen bootfähigen USB-Stick. Mach den ran, mach dann logischerweise auch die Festplatte mit meinem Backup ran. Und dann sage ich hier, dann sieht das so in etwa aus wie bei Windows 10 vom optischen her. Und dann kann ich da sagen, ich möchte halt mein System-Backup wiederherstellen. Da brauche ich Windows überhaupt nicht installieren. Ich starte einfach von Stick und dann macht er praktisch von meiner Festplatte das Backup, stellt er wieder her und dann ist der PC wieder, wie er war, wo ich das Backup erstellt habe. Also unheimlich arbeitszeitsparend, finde ich. So, das soll es jetzt soweit gewesen sein. Wie gesagt, ich bin immer noch am Testen. Ich habe noch nicht alles probiert. Ich habe auch noch nicht wiederherstellen gemacht oder sowas. Ich habe erstmal alles nur Backups erstellt. Ich will demnächst dann mal gucken, dass ich halt so meinen Camtasia-Ordner lösche und das halt wiederherstelle und sowas alles. Wenn ihr da Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Den Link zu dem Backup-Programm haue ich euch in die Videobeschreibung von Easy Use. Wie gesagt, einfach Fragen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen natürlich freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dass ihr benachrichtigt werdet. Ich bin denn jetzt mal weg. Ich wünsche euch allen was. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.